dann begrüße ich hiermit alle Zuschauer zu unserem Interview. Ich bin Studentin an der Uni Potsdam im Bereich Physik und das ist ein Professor von mir, Herr Wilkens, der liest theoretische Physik und mag sich jetzt bestimmt mal kurz vorstellen. Ja. Mein Name ist Martin Wilkens. Ich bin seit einigen Jahren ein Professor für theoretische Quantenphysik am Institut für Physik und Astronomie hier an der Uni Potsdam und forsche auf den Gebieten der Quanteninformationstechnologie oder Quanteninformation, ein bisschen Relativitätstheorie und ein bisschen Gravitationstheorie. Frau Peikert ist übrigens eine Studentin zurzeit im Kurs für die Quantenmechanik. Das ist ein Kurs, durch den alle Studierenden bei uns an der Physik, am Physikinstitut durch müssen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Jetzt die Frage, was machen Sie denn normalerweise morgens um 10, wenn Sie nicht gerade von mir interviewt werden? Schlafen. Ich versuche meine Veranstaltung an der Uni zum Beispiel, Vorlesungen und sowas, immer auf den Nachmittag zu legen. Das hat unser Stundenplaner mittlerweile auch verstanden, dass ich also vor 12 oder 11 nicht ansprechbar bin, weil ich einfach nachts meine ganzen Sachen mache. Ich bin irgendwie so eine Nachteule und das konnte ich mir auch nicht abgewöhnen. Deswegen auf die Frage, was mache ich so um 9:30, 10 morgens, schlafen. Ne? Okay. Solange man das kann, ist ja auch gut. Bitte? Solange man das kann, ist es ja gut. Ja, ich muss dann halt alles nachts machen, nicht? Das ist ein bisschen der Nachteil. Aber auf der anderen Seite, nachts ist ganz, ganz gut, weil dann wird man nicht gestört durch Telefone oder permanent reinkommende E-Mails und so ein Zeug, sondern dann kann man da in Ruhe seine Sachen so machen. Forschen, Lehre entwickeln, Skripte schreiben, Videos schneiden zurzeit, nicht in Zeiten Corona, da ist das ja alles so ganz anders wie normalerweise und so weiter. Das klingt gut. Jetzt die Frage, woran forschen Sie denn gerade aktuell? Aktuell, ehrlich gesagt, relativ wenig, weil ich relativ viel mit der sogenannten Corona-Lehre zu tun habe. Ich habe also da drei Kurse, die ich zurzeit mache und letztes Semester auch schon und vorletztes Semester auch schon. Und da habe ich gedacht, naja, das macht man halt mal so nebenher, ne? Ist ja nur so mit online, aber think again. Der Aufwand für solche Kurse ist dann eben doch Faktor 3 bis Faktor 4 und dann ist man ziemlich fertig, wenn man da das gemacht hat. Deswegen zurzeit forsche ich ein bisschen wenig, aber davor, also bevor Corona, es gibt ja jetzt zwei Zeiteinteilungen, nicht vor Corona, nach Corona oder in Corona, also vor Corona habe ich zum Beispiel an solchen Fragen geforscht wie, wie zieht sich eigentlich Licht an, gravitativ, also die Schwerkraft zwischen Licht. Nicht? Also wir wissen ja seit Herrn Einstein 1905, das E gleich mc Quadrat und Energie ist proportional der Masse eines Körpers. Man kann das auch umdrehen, jeder Körper hat eine Energie und jede Form von Energie ist auch eine Masse. Also zum Beispiel Licht ist eine Form von Energie. Und ist eine Form von Energie und deswegen auch Masse. Und jetzt zieht sich also Licht an oder nicht? Das war die Frage, die wir in den letzten Jahren versuchten zu beantworten. Und die Antwort lautet, hängt davon ab, wie immer. Zwei Laserstrahlen, die parallel so propagieren. Der eine geht hier, der andere geht da. So, ups, die ziehen sich nicht an. Aber wenn die gegenläufig sind, also jetzt müssen wir mal gucken, ob das geht. Wenn die so laufen, dann auf einmal machen die sowas. Wups, die ziehen sich an. Das haben wir zum Beispiel erforscht. Und dann noch so ein paar andere Dinge, die aber eher technisch sind und nicht so spektakulär. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss an der Stelle auch mal kurz anmerken, man merkt auf jeden Fall, wie viel Mühe Sie sich für die Online-Lehre geben. Kann ich nur weiterempfehlen. Jetzt die nächste Frage, die ich hätte, wäre, Sie halten ja regelmäßig Vorträge für Schüler und Schülerinnen. Ja. Worum geht es denn in diesen Vorträgen? Ich habe da zwei mittlerweile sozusagen kanonisch entwickelt für mich, die ich dann auch ganz gerne gebe. Der eine heißt irgendwie Einstein reitet auf Licht und findet die Zeit. Da versuche ich die Grundschüler, 5., 6. Klasse oder aber auch Mittelstufe, Gymnasium oder Oberschule, einfach sozusagen mal vertraut zu machen mit den Prinzipien der speziellen Relativitätstheorie.
Und das funktioniert. Das geht nämlich. Das ist gar nicht schwierig. Und das ist ein großer Spaß immer. So ungefähr eine Stunde dauert das. Und dann gehen die Schülerinnen und Schüler mit einem Zertifikat nach Hause, wo drauf steht, dass sie jetzt die Relativitätstheorie verstanden haben. Das ist der eine Vortrag. Und der andere lautet, glaube ich, irgendwie Einsteins Würfel, der Teil und das Ganze. Da geht es irgendwie so um die elementare Einführung in die Quanteninformationstechnologie. Der Titel ist so ein bisschen angelehnt an so etwas nach dem 19. Jahrhundert riechenden Werke. Deswegen habe ich den Titel so gewählt. Und da geht es einfach darum, wie, ja, jetzt hört man das dauernd nicht, Quantencomputing, Quanteninformation, Quantenkryptographie. Selbst die Bundeskanzlerin spricht im Bundestag darüber. Und da gebe ich so eine kleine Einführung in die Konzepte, die dahinter stecken. Die sind relativ elementar und die kann man auch relativ gut verstehen. Also das ist halt der Witz in der Quantenmechanik ist einfach, die hat so einen Zufallsgenerator eingebaut, den wir nicht loswerden. Und damit kann man sehr viel anrichten, was die neuen Computing-Devices und Kryptographie-Schemata betrifft. Und da führe ich ein bisschen mit ein. Mache ich gerne. Macht großen Spaß. Vielen Dank für Ihr Engagement. Sowas ist super wichtig. Da sind Ihnen bestimmt viele Leute dankbar. Ich finde sowas richtig gut. Ich habe jetzt noch die Frage im Bereich des beruflichen Kontextes. Was war die letzte Frage, die Sie da nicht beantworten Oh, die konnten? war gestern. Erstmal nicht. Gestern hatten wir eine Quantenmechanik-Sitzung oder Gruppentheorie-Sitzung im Zoom mal wieder. Ja, und dann einen Student, der immer regelmäßig auch die YouTube-Kanäle abgrast, wusste, da gibt es seit ungefähr ein paar Wochen, seit ein paar Wochen gibt es einen großen Hype um das Myon G-2 Experiment. Und da wusste ich erstmal nicht so genau, was das eigentlich ist. Da musste ich dann mal kurz mich erinnern an meine eigene Studienzeit. Und dann konnte ich da so Pi mal Daumen diese Frage auch beantworten, aber eben nur Pi mal Daumen. Zum Beispiel die große Frage, ja, ist denn das Standardmodell richtig oder nicht? Ja, das Standardmodell der Elementarteilchen. Weiß ich nicht. Ist nicht schlecht, aber ob das denn wirklich nun das Gelbe vom Eis und der letzte Satz, den wir sprechen über das Gebäude der Physik, weiß ich nicht. Oder aber auch wenn Sie mich so elementare Fragen, wie zum Beispiel, warum fällt der Apfel nach unten oder so, ja, dann kann ich nur immer sagen, ja, Gravitation und so. Und wenn Sie dann weiterfragen, ja, warum Gravitation und so, dann muss ich irgendwann sagen, weiß ich nicht. Ja. Oder auch wenn Sie mich fragen, warum ist 2 mal 2 gleich 4, ja, dann kann ich ganz viele tolle Sachen sagen über die Axiomatik von Zahlensystemen. Und dann, wenn Sie mich dann irgendwann fragen, ja, warum? Und ist das denn, stimmt das denn alles und so, dann muss ich letztendlich sagen, ja, weiß ich auch nicht. So. Also die meisten Fragen kann ich nicht beantworten. Ja, Ja, aber okay. daran lässt sich mal wieder gut erkennen, dass der Bereich der Physik extrem groß ist und man Ja. sich dann nach dem Studium halt doch spezialisiert und dann auch nicht in allen Fachbereichen Ja. total informiert ist. Das ist Genau. ja auch vollkommen normal und So ist es. menschlich. Ja. 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 So, jetzt habe ich noch die Frage, welches Gerät oder welches Arbeitsmittel ist für Sie unabdingbar? Okay, gute Frage. Ja. Okay, ja. Papier zum Beispiel. Ja, das hier, das ist, also für diejenigen, die nicht mehr genau wissen, was das ist dieses lappige Zeug. Papier und Bleistift zum Beispiel. Habe ich noch ein Beispiel von dem Bleistift hier irgendwo rumliegen? Ja, da liegt einer. Moment, ich bin gleich zurück. So, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Das ist Bleistift. Da kann man mit schreiben. Und also ich mache das sehr gerne, dass ich also sehr viel auch so handschriftlich mache. Vor allem rumrechnen mache ich immer nur mit Papier und Bleistift. Das ist das eine wichtige Arbeitsgerät. Und dann das andere sehen Sie hier, das ist hier auch ein Arbeitsgerät. Tafel und Kreide. Funktioniert immer. Das ist das Geniale, im Gegensatz zu irgendwelchen Smart Screens oder so, die meistens dann nicht mehr funktionieren. Da muss man den Hausmeister rufen, der hat aber gerade Ferien. Also weiß man nicht, wie es weitergeht und dann und so. Also das geht immer hier, Papier und Bleistift auch. Und dann das Gerät, in das ich hier gerade gucke, ne? Das Computer, das ist auch ein Arbeitsgerät, ja. Und dann Bücher.
Ich habe hier ganz viele Bücher rumstehen. Das sind auch so Arbeitsgeräte. Ah ja, und mein Kopf. Meine Hand. Stimmt, ja. Die rechte. Ja. Okay. Okay. Und so weiter. Also jetzt habe ich eine ganze Latte gehabt, nicht? Ja, aber das sind so die Arbeitsgeräte, mit denen ich umgehe. Was ist denn Ihr Lieblingsort an der Universität Potsdam? Okay, toll. Der Parc Sanssouci am Neuen Palais, hinter den Kommunes, wie es so schön heißt, einerseits. Das ist schön. Also wir hatten ja das Physikinstitut früher seinerzeit, war am Neuen Palais und dann konnte man immer, ach toll war das, im Sommer da durch den Park laufen und so weiter. Nicht? Jetzt sind wir ja in Golm draußen und ich finde also den Innenhof des Physikgebäudes ganz toll, denn da kann man tolle Feste feiern. Da kann die Band auch mal auftreten und Krach machen und finde ich auch sehr schön. Und dann Babelsberg. Sie sitzen, glaube ich, gerade in Babelsberg, Frau Palkert. Kann das sein? Ja, ich glaube, das ist Babelsberg. Ja, das ist auch wunderschön. Ja. Da kann man also über die Campi laufen und dann am Hasso-Plattner-Institut vorbeigucken, mal kurz guten Tag sagen und so. Ah, ja, also wirklich eine tolle Sache. Und alle drei Standorte, die ich jetzt erwähnt habe, da ist ein direkter Bahnhof, ein kleiner Bahnhof davor. Ja, da kann man mit den Regionalexpressen und S-Bahnen und was es so alles gibt, zack, 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 vom einen zum anderen fahren. Das finde ich ganz toll. Ja. Also ich muss auch sagen, ich empfinde die Campen, wenn das die Campi? Messe heißt. Heißt das nicht Campi? Campi oder Campari? Ich finde sie auf jeden Fall sehr angenehm. Da lässt sich auf jeden Fall richtig gut studieren. Wie würden Sie die Universität Potsdam in 3 Sätzen beschreiben? Oh, in 3 Sätzen, ja? Ja. Also wir haben wirklich sehr engagiertes und frisches Personal auf allen Ebenen, finde ich. Ich kenne auch so ein paar andere Universitäten in Deutschland. Und da muss ich einfach sagen, immer wenn ich zurückkomme wieder nach Potsdam von meinen diversen Touren, dann sage ich immer, oh super, zu Hause. Ja, also das ist sehr frisches und engagiertes Personal, erstens. Dann, wir haben also eine hervorragende Landschaft an Instituten, nennt sich das. Also Forschungsinstituten hier um uns rum. Wir haben das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ich meine, hallo, das ist allererste Sahne weltweit. Dann haben wir das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik hier direkt um die Ecke in Golm, ja. Da wird also die Hochzeit der Quantenmechanik mit der Gravitationsphysik seit vielen Jahren schon vorbereitet. Wir wissen nicht genau, wann die Hochzeit stattfindet. Zum Beispiel, da haben wir Fraunhofer-Institute, die sich mehr so um angewandte Sachen kümmern. Wir haben das Hasso-Plattner-Institut. Soll ich weitermachen? Nee, dann laufen wir hier aus der Zeit raus. Leicht. Also das ist eine tolle Wissenschaftslandschaft. Und dann habe ich noch einen dritten Satz irgendwie. Weiß ich nicht mehr. Also... Ich sollte ja 3 Sätze sagen. Ja, ich finde auch das ganze Ensemble irgendwie bei uns sehr attraktiv. Ja. Ach ja, in Berlin übrigens. Ja, wir sind nah an Berlin. Das ist ganz toll, weil dann kann man eben kurz nach Berlin rein und irgendwie, wenn Corona wieder sich ein bisschen beruhigt hat, kann man sich da erfreuen. Den Punkten kann ich allen nur zustimmen. Ja. Sehr attraktiv. Jetzt meine Frage noch. Wie und warum haben Sie sich damals als Schüler entschieden, Physik zu studieren oder diesen Berufsweg einzuschlagen? Ja, ich habe ehrlich gesagt, ja, das waren Zeiten seiner Zeit, vor vielen, vielen Jahren. Da gab es noch die sogenannte ZVS, Zentrale Vergabe von Studienplätzen in Dortmund, weil es gab zu viele Leute, die studieren wollten und zu wenig Studienplätze. Die Boomer, ich bin so ein Boomer, glaube ich, waren sozusagen dran. Und dann hat man eine Liste abgegeben von Dingen, die man studieren möchte. Und je nachdem, welche Note man im Abitur hatte, kam man dann irgendwo rein, in Anführungszeichen. Und meine Liste umfasste auf dem ersten Platz, glaube ich, Architektur. Und dann kam irgendwie, weiß ich nicht mehr, Verfahrenstechnik, Kunst, Musik, weiß ich nicht. Und dann irgendwie auf Platz 8 Physik. Und naja, und dann wurde ich eben in Physik zugelassen. Genauer gesagt in Essen. Und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich nach Essen und studiere Physik.
wenn die ZVS das gerne möchte. Und dann habe ich da angefangen und ja, jetzt bin ich hier. So ging das. Also es war nicht so eine, so ich weiß genau, ich will jetzt Physik studieren und zack, wenn ich, als ich 15 war oder 16, 17, nein, das war nicht so. Als ich 15, 16, 17 war, 18, da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Das ist aber auch mal interessant zu hören. Ja. Man denkt ja immer, dass momentan alle studieren wollen, aber dass es früher schon mal so eine Zeit gab, finde ich auch interessant zu wissen. Ja, ja. Naja, das war die 70er Jahre, nicht? Und ja, da wurden die Hochschulen ausgebaut gerade, nicht? Also die irrsinnig viele neue Universitäten entstanden, nicht? Weil einfach der Bedarf so groß war. Schön, dass Sie bei der Physik gelandet sind. Ja, das ist auch ganz gut. Haben Sie einen Tipp an Schüler, die noch nicht so wissen, welches Fach sie wählen sollen? Ja, dann nehmen Sie sich Zeit. Es gibt keinen Druck. Besteigen Sie einen Berg. Weiß ich nicht, reisen Sie um die Welt. Aber versuchen trotzdem nochmal irgendwann sich klarzumachen, was sie gerne machen möchten. Ja? Studieren kann man, das ist eine Sache sicherlich, kann man irgendein Fach wählen, wofür man Interesse hat. Man kann auch was anderes machen. Also das gibt viele Möglichkeiten heutzutage, sich zu verwirklichen, wenn man so will, oder sein Leben zu gestalten. Aber einfach entspannt bleiben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja? Und diesen sich nicht allen Drücken zu ergeben, sondern, ja, was habe ich gesagt, auf den Berg steigen, habe ich gesagt, glaube ich, nicht? Nach Kathmandu auf den Berg steigen und die Seele finden oder irgendwie sowas, ist vielleicht sinnvoller, als sich zu quälen über die Frage, was soll ich eigentlich machen? Das ist ein guter Tipp. Angenommen, Sie könnten für einen Tag die Hochschulleitung übernehmen. Mhm. Was würden Sie für Ihren Arbeitsbereich entscheiden, wenn Sie es dürften? Okay. Also dann dürfte ich ja für die ganze Universität auch was entscheiden, oder? Also entscheiden dürfte ich gar nicht, weil da gibt es auch den Senat und noch Rechtsvorschriften und so. Also so viel entscheiden könnte ich, glaube ich, gar nicht. Aber wenn man das jetzt außer Acht lassen würde. Ja. Aber primär erstmal für Ihren Arbeitsbereich. Für meinen Arbeitsbereich, der ist so klein, da würde ich nicht viel ändern. Für die Uni würde ich was ändern. Ich würde zum Beispiel, ich glaube, ich ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich die sogenannten Tandem-Berufungen ein bisschen einschränken würde, weil ich glaube, dass die für unsere Gesellschaft nicht gut sind. Nicht? Wir verfestigen auf diese Art und Weise Sozialstrukturen, die dann weniger durchlässig werden für Quereinsteiger. Also die vertikale Durchlässigkeit in der Gesellschaft wird dadurch ein bisschen eingeschränkt. Und das finde ich nicht so gut. Deswegen, das würde ich ein bisschen einschränken. Und was ich auch dann machen würde, wahrscheinlich, wenn ich die Gesetzeskraft hätte, ich würde sagen, für die nächsten 6 Jahre berufen wir nur Frauen. Punkt. Okay, einfach zack. So, 6 Jahre lang und danach können wir dann wieder mal gucken, was passiert. So. Das, glaube ich, ist sinnvoll, vor allen Dingen in der Physik, weil wir einfach immer noch so ziemlich männerlastig sind. Was, glaube ich, auch nicht gesellschaftlich nicht gut ist und so weiter. Das würde ich machen. Aber nach 6 Jahren würde ich dann auch wiederum diese Regel fallen lassen. Dann kann man wieder normal. Aber dann in den 6 Jahren haben wir halt dafür gesorgt, dass wir so ein bisschen so ein ausgeglichenes Verhältnis, Geschlechterverhältnis am Institut hätten. Okay, das dafür werde ich jetzt vielleicht verprügelt von aber gut. Aber wenn man der König in der Universität ist, dann kriegt man ja auch Personenschutz wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schöne Entscheidungen, die Sie da treffen würden. Ja. Sollten wir mal versuchen umzusetzen. Ja. Okay, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Wird Ihre letzte Amtshandlung sein, bevor Sie Feierabend machen? Also die letzte Amtshandlung, bevor ich feiere, also jeden Tag gibt es ja dann die letzte Handlung, verstehe schon. Das ist total blöd und stinklangweilig. Ich mache den Computer nicht aus, sondern drücke auf den Knopf, sodass dann dieser Bildschirmschoner kommt. Dann ordne ich meine Papiere noch und lege den Stift auf die Seite, mache das Licht aus,
Das ist dann meistens so auch so um 3 Uhr, 4, 3, 4 Uhr morgens. Und dann gehe ich ins Bett. Ich hole mir vorher noch ein Glas Wasser. Hat das einen Grund, dass Sie Ihren Rechner nicht ausmachen? Dass ich was nicht mache? Den Rechner ausmachen. Achso, den Bildschirmschoner davor. Ja. Achso, weil ich habe festgestellt, bei meinem Rechner, der ist ein bisschen älter, der macht manchmal den Bildschirmschoner nicht an, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe. Und dann komme ich am nächsten Morgen um 11 oder um 12 an meinen Rechner und dann ist da immer noch, sieht man alles noch, das ist auch kein Problem. Nur dann wird der Bildschirm irgendwie so, das brennt sich so ein, denke ich mir. Und deswegen mache ich dann den Bildschirmschoner erst noch an. Okay. Genau. Dann danke ich auf jeden Fall für Ihre Zeit und für das Interview. Ich danke den Zuschauern fürs Zuschauen und hoffe, es war ein interessantes Interview. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Cheers. Mich auch. Dann verabschiede ich mich von den Zuschauern. Ich verabschiede mich auch. Sage tschüss. Tschüss. Vielleicht sehen wir uns ja wieder dann irgendwann mal nächstes oder übernächstes Semester oder so in den Grundvorlesungen. Ja, wäre toll. Okay, also nochmal tschüss. Tschüss, Frau Peiker, vielen Dank. Danke, Ihnen auch.